Kennen Sie Frau Magister Leidinger? Prinz Charles kennt sie nicht nur, sondern lädt sie zweimal im Jahr nach London ein. Die Österreicherin bringt nämlich Glanz in den Londoner Hyde Park. Liane Seitz über Frauenpower made in Austria. Marmor und edle Natursteine sind der Inbegriff von Luxus. Aber leider auch was die Pflege der heiklen Oberflächen betrifft. Und um unschöne Abdrücke oder Wasser- und Kalkflecken zu entfernen, bräuchte man eigentlich einen Butler. Oder eben die richtige Pflege. Eine Österreicherin punktet hier mit einem glanzvollen Nischenunternehmen. Phenalit Steinpflege ist technologischer Marktführer in Europa. Was die attraktive Phenalit-Geschäftsführerin und Firmengründerin Margit Leidinger anpackt, wird buchstäblich sauber und glänzt. Und das weit über die österreichischen Grenzen hinaus. Eins unserer schönsten Referenzen war das Diana-Denkmal. Das heißt, das ist ein Granitbrunnen für die Prinzessin Diana in London im Hyde Park. Der Granitbrunnen wurde offiziell eröffnet letztes Jahr, auch mit dem Prinz Charles. Also wir waren dann auch bei der Eröffnung dort. Ein Projekt vom letzten Jahr auch war die Frauenkirche in Dresden. Das ist ein Postar-Sandstein, also ein deutscher Sandstein, der sehr stark saugt. Und so ein Material sollte unbedingt vorbehandelt werden vor der Verlegung. Das wurde einfach von uns vorbehandelt, gereinigt, imprägniert. Und weitere Großaufträge im In- und Ausland warten schon auf die sanfte Pflege der Erfolgsunternehmerin, die sich als Frau in einem Männermetier sehr gut behaupten kann. Ich denke, dass man als Frau in dieser Branche vielleicht ein bisschen anders agiert. Und ja, natürlich diese Referenzobjekte haben uns sehr geholfen. Wie charmant und clever sie die Werbetrommel für ihr Unternehmen rührt, beweist nicht nur ihr strahlendes Lächeln, ja, sondern auch ihre dekorative Kette mit dem Firmennamen, die sie ganz zufällig bei diesem Interview trug. Hut ab vor dieser steinernen Lady.